Moin, Masse! Da bin ich wieder. der Fulltime-Streamer ist zurück. Jeden Tag bin ich live hier auf Twitch. So, letztes Mal, als ich einen Livestream gemacht habe, war es ja eine ziemlich professionelle Sache. Ihr habt sicherlich auf YouTube gesehen. Hoffentlich habt ihr das gesehen. Wenn nicht, dann könnt ihr doch mal reinschauen. Das war nämlich NextSim, hat großen Spaß gemacht, hat viel Vorbereitungszeit gekostet. Ich kann euch sagen, in den heutigen Stream habe ich exakt 0 Sekunden vorbereitet. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe heute nämlich... Moin. Hi, fang schnell an. Ich fange jetzt gleich schnell an. Ich wollte nochmal schnell auf eure Kommentare eingehen, ganz kurz. Und ich habe... Ich wollte euch eigentlich noch ein paar Videos von letzter Woche zeigen, denn ich war ja unterwegs. Ich war erst in Paderborn bei Aerosoft, hat großen Spaß gemacht. Und danach in Erlangen, zusammen mit dem Brandy. Und wir haben auch ein bisschen gefilmt. Für einen Vlog reicht's, glaube ich, nicht. Es war zeitlich einfach nicht möglich. Also wenn man so hasselt, dass man einfach nichts filmen kann, ja, dann kommt da auch nichts Gutes bei rum. Aber ein bisschen was Lustiges habe ich auf jeden Fall. Ich hätte es euch gern gezeigt, aber irgendwie wurde es auf der Speicherkarte nicht erkannt. Es ist aber vorhanden. Ich glaube, ich muss dann nochmal das Kartenlesegerät suchen. Und dann werde ich das nachschieben im nächsten Stream oder so. Dazu gehören zum Beispiel so Keck-Aktionen. Ich habe im Hotel noch geschnitten mit dem PC. Und dazu gehören zum Beispiel so Keck-Aktionen wie von Randy, der dann einfach, als ich den PC dann wieder rausgetragen habe, kurz vorm Checkout laut rumgeschrien hat, wieso klauen sie hier den PC aus dem Hotel? Und das alles seine Richtigkeit. Ja, das Randy. Hast du schon Fahrräder repariert? Gar keinen Bock. Aber habt ihr die Insta-Story gestern gesehen? Schon einigermaßen witzig, ne? Wie das da abgestellt wurde. Wie geht's dir so? Ich habe mir leider eine Erkältung eingefangen. Ich Gott sei Dank nicht, aber ich kann mir gut vorstellen. Machst du nicht bei Stappenbach? Doch, ich gehe jetzt gleich rein. Wir gehen rein in die Slots. Thema rein in die Slots. Ich bin gestern an dem örtlichen Casino oder an der örtlichen Spielunke vorbeigekommen. Da wurde einfach zum Lüften wurden beide Türen aufgerissen. Und wer da so vorm Automat sitzt, ne? Schwierig. So richtig so... Also, schon wirklich verkommene Gestalten. Da will man nicht tauschen. Ah ja, ich habe einen neuen Gaming-Stuhl. Moment. Weird Flex. Gesponserter Gaming-Chair. Ja, ich habe Ricardo hat mir zwei Gaming-Stühle zugeschickt und die werden sicherlich auch mal zum Einsatz kommen. Stimmt, der sieht neu aus. Ja, ich glaube, man hat sich einfach noch nicht dran gewöhnt, ne? Mensch, heute ist so ein bisschen Oldschool. Ich hatte heute auch so ein bisschen Oldschool-Feeling. Ich habe mir nämlich heute ein Spiel, eines der ersten Spiele angeguckt, was wir auf dem Kanal gespielt haben. Und ich habe auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wie das so alles angefangen hat. Mehr dazu später. Jetzt würde ich sagen, starten wir mal langsam. Aber da sieht man, wie cool dein Pharma-Town ist. Es ist sehr gefragt. Ich weiß. Aber ja, es ist halt auch viel Arbeit. Und ich sage euch auch ehrlich, wenn die Staffel dann so, also ich denke, es wird diesen Monat noch soweit sein, wenn die dann beendet ist und irgendwas Neues kommt, dann... freue ich mich auch. Aber ich freue mich jetzt auch, das alles noch zu Ende zu machen. Wir haben noch ein paar schöne Ideen und das wird nett. Ansgar, warum antwortest du mir nicht mehr auf Insta? Ich bin der Elvis-Fan 29, weil du der weltweit größte Troll bist. Und ich finde es auch zu 0% lustig, was du schreibst. Also es ist jetzt natürlich sehr ehrlich und sehr direkt, aber... am Anfang fand ich es vielleicht noch lustig, aber ich enjoy es überhaupt nicht. Und dann war es mir irgendwie zu blöd. Also muss ich, wer immer schreibt, wenn ich sage, ich hoffe, ihr freut euch drauf, weil ich auch wirklich hoffe, dass ihr euch auf irgendein Video oder sowas freut, und wer dann immer schreibt, ne, ich freue mich nicht drauf, kann sein, dass man das am Anfang lustig findet, aber irgendwann so ein Keck, ja, das ist schon verständlich. Sympathischer Troll, man kann sich unterhalten. Ach, das ist ein neuer Stuhl auch, ne? Den du ja, einer von beiden. Geil. Recaro-Teil ist das, ne? Ja. Und vom Sitzkomfort her ganz anders, ne? Es ist anders. Es ist sportlicher, würde ich sagen. Also okay. Es ist, sportlicher? Und wenn du länger darauf sitzt, also, ist das... Wieso das empfinden? Das habe ich noch nicht gemacht. Angenehm? Ich sitze eigentlich noch auf dem alten oft, aber... es ist halt härter so, ne? Also das meine ich mit sportlicher. Es ist nicht unangenehm, aber es sitzt halt sich schon komplett anders als auf dem Neusche. Ja. Da sitzt man relativ weich auf dem Netz. Hast du jetzt eigentlich noch eine Webcam oder hast du schon eine Systemkamera bei dir? Nee, ich habe noch eine Webcam, weil ich habe noch nicht die Systemkameras, die setzen teilweise aus und ich habe noch nicht ein gutes System gefunden, wie ich ohne Synchronisationsprobleme mit dem Mikro und ohne Aussetzer
das vernünftig machen kannst zu einem bezahlbaren Preis, weil ich will jetzt auch nicht 2000 Euro bezahlen. Ja, es ist halt sehr teuer, wenn du dir halt so eine richtig teure Kamera kaufst. Ne? Ich habe mir mal so ein paar Sony Alphas angeguckt, die kannst du dafür auch verwenden. Ich glaube, die 5100, die ist ganz gut. Preis-Leistungstechnisch, da brauchst du aber wieder so einen Akku-Dummy am besten und dann hier so ein Cam-Link. Ne? Das ist, glaube ich, am saubersten vom Bild. Das wäre ich alles noch bereit zu kaufen, aber was kostet diese Kamera? 500. Okay, und die hat keine Aussetzer? Soll sie nicht haben. Ich habe es selber nicht getestet, aber ein Kumpel hat eine, die will ich mir mal angucken und dann werde ich das mal testen. Ja, ich will das irgendwie erst mal jemanden machen lassen und dann kaufe ich mir was. Ja, ein Kumpel hat die, deswegen werde ich mir die mal mitnehmen und dann mal gucken, wie das wirkt. Da werde ich mal streamen mit und die soll auch nicht so heiß werden, weil du hast ja auch meistens bei Systemkameras, dass sie extrem warm werden. Ne? Und bei der 6400 zum Beispiel, habe ich mir schon einen Bericht durchgelesen, die ist halt auch schweineteuer, aber da das ist halt, die wird richtig warm und die steigt dann nach 3-4 Stunden aus, glaube ich. Ja, ich meine, meine Kamera würde ja auch, also das würde auch funktionieren, aber da wäre genau das Problem. Ja. Und das ist ja Blödsinn. So, ich glaube, ich werde den Stream jetzt auch mal ausmachen. Ja. Jo. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Habt ihr noch irgendwie letzte Worte? Das war schön. Es war uns eine Ehre, ja. Ja, schön, dass Sie da waren. Auf baldiges Wiedersehen. Irgendwas, muss kurz meine Bestellung bewerten, Moment. Was haben Sie sich denn Schönes bestellt? Wortlippe heute Schnitzel mit Kroketten und Rahmsoße. Alles auch köstlich. Ja, ja, ja. Bewertet, freundlich. Suche Lieferando deutsches Essen. Ja. Ich wollte mir letztens hier in unserer Stadt was bestellen und ich dachte, oh, jetzt bist du in der Großstadt gezogen, da hast du bestimmt viel Auswahl. Ja, aber all das, was mich interessiert hätte, das hat einfach geschlossen gehabt. Und das war am Dienstag. Auf dem Dienstag, echt? Ja. Ja, scheiße, ne? Viel Spaß, Mann. So, Leute, das war's. Das war der nette Streaming-Abend. In den nächsten Tagen wird's wieder hier bei den anderen Kanälen was zu sehen geben. Wir sehen uns in 2 Monaten hier wieder. Wow. Machen Sie es gut. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.